Herzlich willkommen zurück bei Star Fox 64 Survival. Was ist denn hier los? Ziemlich viele Gegner auf der Karte, wie ich sehe. Wir sind am 9. Tag, aber der Monat, der ist noch lange nicht rum. Deswegen setzen wir unsere Bomben weise ein und erledigen alle Gegner. Oder werfen die Bombe daneben. Und erledigen dann alle Gegner mit unserem treuen Schwert, denn zur Not ist sein Schwert ausreichend, wie Gewohnarm sagen würde. Dafür ist keine Zeit mehr, Fox! Ja, das klappt ja alles wunderbar. Heute? Seht ihr, wie perfekt alles klappt? Aber her. Seht ihr, es klappt alles perfekt. Puh, Alter. Das ist ein wunderschöner Beginn dieses Parts, nicht wahr? Hab ich schon mal Ocarina of Time gespielt? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Man könnte den Eindruck bekommen, nein. Ja! Hey, Rubies! Wunderbar, ich mag Rubies. Komm, du stirbst jetzt einfach. Das ist doch nicht zu fassen. Komm her. Ja, komm her. Ich mag es übrigens immer noch, wie ich Nairos Umarmung habe und noch keine Magieleiste, um es einzusetzen. Und ich frage mich, ob ich diese Magieleiste jemals bekommen werde. Aber am Ende bekomme ich die als nächstes in der Truhe. Und dann heißt es, das hat er bestimmt nachgeguckt. Deswegen halte ich besser die Klappe. So. So. Du wärst erledigt, mein Freund, aber du gibst mir Rubies. Ich brauche Rubies. Ah, du gibst mir nicht so viel Rubies, wie ich dachte. So 20 hätte ich jetzt schöner gefunden. Oh, weia, ist ganz schön viel los hier. Das mag ich persönlich ja jetzt nicht so. Ich bin ja mehr so ein Fan von gechillten Levels, sag ich mal. Entspannungsparts. Birdman-Modus. Und all diesen Dingen, das... Oh, ja, und Fox genießt es, dass er hier festgehalten wird. Das ist doch nicht zu fassen. Wieso konnte ich mich denn jetzt nicht befreien? Ah. Okay, ich hatte gehofft, du gibst mir ein paar Herzen. Aber anscheinend machen die Hände das auch nicht immer. Aber dafür... Oh, guck mal, die Blase. Oh. Fox on Ice. Die Erde ist ja kalt, Herr Fox. Und wo tanzt du hin? Wo wackelst du hin? Komm mal her. Oh. Kommst du wieder raus? Das hast du nicht mehr mitbekommen, ne, dass ich wieder gefangen war. Oh. Aber jetzt hast du es mitbekommen. Komm her. Tja, ich habe dich jetzt so lange tot getötet, bis du tot warst, ne? Kann man ja mal machen. So, ein Gegner steht noch aus. Ah, so einer. Aber wisst ihr was? Da setze ich die Bomben weise ein. Na komm her. Ja, nicht weise genug. Ja, hat doch gereicht. Ah, ich Idiot! Your shield is gone! Warum mache ich denn sowas? Wenn jetzt mein Schild weg ist, kriege ich die Krise. Mein Schild ist weg und ich kriege die Krise. Oh nein! Oh nein! Bin ich ein Idiot? Ich hätte es einfach weiter mit der Bombe machen sollen. Oder mich zumindest nicht wie der erste Mensch anstellen. Oh, das darf nicht wahr sein. Kriege ich jetzt wenigstens ein neues Schild? Nee. Aber ich krieg ein Herz. Ist das nicht toll? Ist halt, ich krieg Herzteile. Die mir wahrscheinlich überhaupt nichts bringen.
Ich brauche erstmal 4 davon. So, das heißt, ich kann mir jetzt ein neues Schild kaufen, ja? Und krieg schon wieder mein rotes Elixier nicht. Das wird sich noch so rächen, ey. Das wird sich doch so rächen, dass ich mir das rote Elixier jetzt schon wieder nicht kaufen kann. Ich seh's kommen. Oh, so ein Mist. So ein Mist. 60 Rupees. Leg mich doch am Arsch. Aber ich brauche das Schild. Was soll ich machen? Das ist das Nützlichste, was ich bekommen habe bisher. Ah, adieu, rotes Elixier. Es war eine schöne Zeit mit dir. Hä? Wieso war es eine schöne Zeit? Wir hatten es doch noch gar nicht. Es wäre eine schöne Zeit mit dir gewesen. Aber vielleicht ist das ja auch nur ein Zeitparadoxon hier. Und wir müssen wieder alles genauso machen, wie es schon einmal gewesen sein wird. Okay. Das war ja auch schon mal gewesen, dass ich mich so verbrannt habe am Feuer. So, aber egal, gehen wir den nächsten Tag. Vielleicht erreichen wir ja heute mal Tag 14 oder so. Ja, ich glaube eher nicht. Mal schauen, was das Spielen heute noch so nette Sachen für uns parat hält. Gucken wir nach. Mit neuem Schild ausgerüstet. Aber ein altes Hylia-Schild war eh total scheiße. Jetzt haben wir ein neues und... Ich bin froh, dass wir es haben. Feuerflare ohne Dango! Stell dir mal vor, wir hätten jetzt so einen läppischen Kokiri-Schild. Der würde ja in diesem Abschnitt komplett verbrennen, ey. Nur Feuergegner oder überwiegend Feuergegner hier. So, aber jetzt schnetzel ich mich hier ordentlich durch. Ich muss meinen Tagesschnitt verbessern, oder? Kann ja nicht angehen, dass ich jeden Part nur irgendwie 3-4 Tage schaffe. Gut, wir hatten jetzt 2x4. Wie komme ich jetzt auf 3 Tage? Wir hatten doch nie einen 3-Tage-Schnitt. Aber es soll auch nicht heute soweit sein. Ich krieg Rubies. Ich mag Rubies, denn... Oh! Oh, 2 von diesen Händchen. Die muss ich jetzt hier nicht unbedingt haben. Boah. Oh wei. Ja! Alter. So, teilt euch mal in 6 Händchen auf. Das ist super, dass ich das jetzt so mache. Das wird sich bestimmt unter Garantie nicht rächen. Oh Gott. Das sind meine persönlichen Hassgegner aus Ocarina of Time. Weil wie oft ist es mir passiert, dass die sich wieder groß machen, weil die sich dann an mir festklammern. Das ist somit einer der fiesesten Gegner aus dem gesamten Spiel. Oh, gut. Und die... Oh, ich bin sie los. Sehr gut. Die bin ich schon mal los. Und die brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Oder habe ich mich jetzt verzählt und es waren erst 5? Ich glaube nicht. The Dongos habe ich jetzt auf jeden Fall noch vor mir. Und diese dämliche Feuerfledermaus, die aber nicht herkommen möchte. I can't wait to bomb some Dodongos. Wunderbar. Link, das machst du ganz wundervoll. Ta-ta. Link, ja, Fox. Du bist noch weit davon entfernt, ein echter Link zu sein. Du weißt vielleicht, wie man bombenweise einsetzt. Aber von einem Schwert hast du nicht so viel Ahnung. Sag ich ja, Herr Nachbar. Heute setzt er sie endlich weise ein. Peppy ist stolz. Das hat dir gefallen, Fox. Wo auch immer dieses Geräusch herkommt, ich bin froh, dass sie es eingebaut haben. So, ich muss den Eissees, Teich, wie auch immer, nochmal begutachten. Und da sind glücklicherweise... normale Standardgegner drin, die mich höchstens im Wassertempel wahnsinnig gemacht haben. Heia! Und also das lief doch also ziemlich gut, würde ich sagen. Dafür, dass hier eine Menge los war, ich bin zufrieden. Und das mit den beiden Händen hätte ja durchaus heikel werden können. Ist es aber nicht. Hahaha. Ella Badge, Ella Badge. Was ist da drin? Bestimmt nur Scheiße. Bestimmt nur Rubies.
Rubies. Oh, aber viele Rubies. Jetzt kann ich mir endlich mal rotes Elixier kaufen. Wahnsinn. Wuhu. Und am 10. Tage, da bekam der Fox endlich ein bisschen Medizin. Das ist nicht schlecht. Ich werde sowas von brauchen noch. Drink, bitch. Okay. Warum auch immer. Warum auch immer ich das jetzt so gesagt habe. Aber ich tue das jetzt einfach. Und ihr könnt da nichts gegen machen. So, einigen wir uns doch darauf. Wuhu. Ich sollte ans Feuer, ne? Sonst bringt mir das ja alles nicht so viel. Ja, ich weiß. Dann schlafe doch mal bis zum 11. Tage, mein lieber Fuchs. Du hast es dir verdient. Ein harter Tag ging zu Ende. Und jetzt haben wir den 11.11. um 11.11 Uhr. Heute ist Rosenmontag. Ja, genau, weil der 11.11. auch Rosenmontag ist. Egal. Ich mache jetzt trotzdem Karneval hier, komm. Wobei, da wo ich herkomme, heißt es ja Fastnacht. Na, darf man ja nicht vergessen. Auch nicht Fasching. Das war so dämlich. Jetzt verfolgen die mich wahrscheinlich die ganze Zeit. Hör mal, ich kann dich jetzt hier überhaupt nicht gebrauchen. Das siehst du wieder nicht ein, ne? Oh nee, nicht auf Eissee. Nein! Das war jetzt unfair. Der Lag hat mich abgelenkt. Oh, er hat sich gar nicht vergrößert. Habe ich ihn rechtzeitig abschütteln können? Oh shit, jetzt ist es vorbei. Ach. Alter. Ich war doch nur ein wenig verwirrt. Muss das Spiel mir gleich so den Stinkefinger dafür zeigen. Oh, da war noch einer. Kann der bitte erstmal zu mir kommen? Komm, eiskaltes Händchen. Oh, das gibt also jetzt. Oh. Puh. Oh, da fehlt noch einer. Wo läuft die denn rum? Die ist ja hier unten. Genau. Die ist ja auch da unten. So. Komm her. So. Ich krieg natürlich keine Herzen dafür, aber das macht nichts. Jetzt habe ich ja rotes Elixier. Jetzt kann ich ja ganz entspannt an die Sache rangehen. Im Birdman-Modus sozusagen. Und mich um diese Dino-Typen da unten mal kümmern. Und Zombies sind da unten. Ach du Scheiße. Oh. Komm her. Ich sagte, komm. Das wollte ich so überhaupt nicht. Oh. Oh weia. Ist der Zombie jetzt in der Lava? Alter. Ja, das ist wundervoll. Ja, schon klar. Oh Gott, ey. Das ist so eine scheiß Stelle, um zu kämpfen. So, du hältst jetzt die Schnauze. Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. So, wäre auch erledigt. Puh.
Der Rest ist irgendwie auch da unten, ne? Kann das sein? Na, kann nicht sein, oder? Hätte ich sie da nicht gesehen? Gesäß? Ah, du Kacke. Jetzt kann es übel werden, meine Freunde. Das ist fast ein Grund, das rote Elixier zu nehmen. Folgen die mir jetzt echt die ganze Zeit? Na komm her. So. Ich will's ganz safe spielen. Oh Gott. So. Und wenn das jetzt auch noch solche sind, die sich wieder zusammensetzen, wenn man den anderen nicht besiegt hat, schnell genug, dann ist das natürlich jetzt recht scheiße. Das wird bestimmt passieren noch. Komm her. Nee, der löst sich sofort auf. Wunderbar. Dann kann ich ein bisschen entspannter sein. Na komm her. Alter. Komm mal her. So. Dass man immer erst freundlich bitten muss. Na? Wisst ihr Bescheid? Ich glaube, bis Tag 14 schaffen wir es heute nicht mehr. Aber hey, ich konnte nur mal verhindern, mein rotes Elixier direkt wieder zu gebrauchen. Eigentlich bin ich da ziemlich stolz drauf. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Wenn wir ordentlich Rubies bekommen, werde ich nochmal gucken, ob wir eine Shoppingtour machen können. Rubies. Yay, ordentlich Rubies. Das ist nicht der Betrag, den ich meinte mit ordentlich. Ja komm, schlafen wir eine Runde und machen direkt weiter. Dass wir doch den vierten Tag heute hinbekommen. Auf jeden Fall fühle ich mich mit dem roten Elixier im Gepäck jetzt echt sicherer. Ich muss sagen, das macht echt Spaß. Das ist eine richtig tolle Geschichte hier. Das ist ein wirklich, wirklich toller Mod. Oh, eine Ananas ist... Och, du liebe Zeit, das werden ja immer mehr Gegner. Guckt euch das mal an. Das ist ja unglaublich. Jetzt wollen sie mich aber langsam echt töten, habe ich den Eindruck. Ach, du Scheiße. Kommt her. Ja. So. Gott, ich bin einfach nur am Schnetzeln gerade. Weiß nicht, warum ich das so tue. Es gibt einfachere Art und Weisen, das zu lösen. Oder sagen wir mal sicherere. So. Ein paar Gegner werden schon weg. Sieht auch gleich viel angenehmer hier auf der Karte aus. Ah, jetzt habe ich die Ananas auf mich aufmerksam gemacht. Ich pack dich gleich auf die Pizza. Geh weg. Ja, ich weiß, sowas Barbarisches sollte ich nicht sagen. Oh Gott! Ich meine, wer würde das essen wollen? Oh Gott! Scheiße. Oh! Meine Bombe verloren! Die war definitiv nicht wisely eingesetzt. Oh, ich muss mich so zusammenreißen jetzt hier. Oh, man merkt jetzt schon am 12. Tag, wir haben noch nicht ganz die Hälfte des Spiels erreicht. Es wird jetzt schon echt schwierig. Und ich stoße allmählich an meine Grenzen. Aber noch ist die Grenze nicht erreicht. Zu denen springe ich erst, wenn mich die Ananas nicht mehr verfolgt. Ich werde mich nicht auf den Lavasee begeben und dann dort irgendwie bei dem bisschen Platz gegen die Ananas kämpfen. Ha! Hängen geblieben. Oh. Ja? Okay, kann man so machen, ne? Ah, shit. Jetzt
bin ich nicht an den Zapfen rangekommen, ey. Das war definitiv kein Zapfenstreich. Okay. So, schön. Boah! Och, habt ihr es gesehen, wie ich dieser Luftblase den gefährlichsten aller Gegner gezeigt habe? Dem gefährlichsten von Ganons Untergebenen. Behalte Luftblase im Auge. Ja. Ja. Und perfekt. So, nicht anders will ich das sehen hier. Haltet eure Fressen! Ah, das ist jetzt doof. Komme ich ja gar nicht schnell genug hin. Ah, so. Na prima. Hätten wir auch das wieder geklärt, oder? Und jetzt fehlen noch zwei Gegner, auf die ich mich schon richtig freue. Ich bin froh, ey, dass diese Map war jetzt deutlich einfacher, trotz der Ananas. Wie die mit den Stahlfossrittern jetzt hier gerade. Seid ihr eigentlich auch mit Bomben zu besiegen? Ich weiß es gar nicht. Probieren wir es mal. Yep. Seht ihr? Ich mach das so selten mit Bomben gegen die. Oder eigentlich nie, sonst wüsste ich es ja. Perfekt. Eine weitere Kiste ist erschienen. Was bekommen wir denn heute Nützliches, wenn das so weitergeht mit meinem Glück? Jetzt haben wir ja ein ganzes Herzteil. Haben wir vielleicht irgendwann ein neues Herz? Irgendwann mal, was uns voll viel bringt. Und irgendwie 80 Rubine im Gepäck. Oh, Alter, also, ganz ehrlich. Ich muss mir das mal bei anderen anschauen, wie das gelaufen ist, was man hier theoretisch bekommen kann. Weil ganz ehrlich, wir gehen jetzt in den 13. Tag und ich bekomme nur Scheiße. Oder größtenteils. Das hilft mir alles überhaupt nicht mehr weiter jetzt. Und ich kann den Deko-Stab nicht benutzen, was auch toll ist, dass ich den bekommen habe. Weil ich quasi ein erwachsener Fuchs bin. Nach dem 7-Jahres-Zeitsprung. Ja, macht viel Sinn. Ist halt so. Tja, das brennt ordentlich. So. Aber ich glaube, da muss ich es fast schon beenden, ha? Ha! Aber wir gucken trotzdem erstmal, was da kommt. Bist du zu viele Dinos für meinen Geschmack? Und ich glaube, die wollen mich halt echt töten, ne? Ich glaube, die kommen gleich hoch. Die sagen, come at me, bro. Beziehungsweise ich sage, come at me, bro. Die lassen einen aber auch hier keine Verschnaufpause. Ha! So. Na, immerhin ein Rubin. Aber wie mag es am 14. Tage weitergehen? Am 13. meine ich. Das erfahrt ihr im nächsten Part von Star Fox 64 Survival. Ihr schreit ja immer noch darum. Hört mal auf, haltet mal die Klappe jetzt. Ich will mich doch gescheit verabschieden. Mann.